Heyo Leute, Kramix hier, was geht ab mit Paul Berger? Wir werden heute GTA 5 mit einem echten Lenkrad spielen. Das wird unnormal, ich bin geisteskrankheit. Ihr könnt es schon sehen, wir haben einen AMG GTR Black Series reingemoddet. Und ich habe auch wieder diese Polizeimod installiert, dass wir uns an alle Straßenregeln halten müssen. Aber heute eben sogar mit einem Lenkrad in GTA 5. Ich bin unnormal gehypt, Leute. Ich muss mich an alle Regeln halten. Ansonsten will mir die Polizei den Führerschein abnehmen. Es wird wirklich sehr nice, Leute. Wir dürfen keinen Fehler machen und ich habe echt ein bisschen Angst. Ich zeige euch erstmal so ein bisschen, was die Steuerung hier angeht. Das Lenkrad, meine Freunde, ist von meinem Sponsor Trustmaster. Die machen so Lenkräder, Controller und so weiter. Also an der Stelle kurz Werbung. Zum Beispiel auch hier mein Controller, den ich immer zum Fortnite-Zocken verwende. Er ist auch von Trustmaster mit diesen Pedals hinten dran. Und die haben eben auch so übelst nice, krasse Lenkräder, meine Freunde. Also das riecht krank hier mit so Servolenkungen und so. Also es wird echt heftig. Ich zeige euch mal, wie das Ganze jetzt erstmal funktioniert. Lasst dafür mal ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze feiert. Okay, ihr könnt das jetzt hier sehen, ne? Wie geil ist das bitte? Wie geil ist das bitte? Einfach Benzer fahren hier. Einfach AMG fahren in GTA 5. Und wir müssen uns an alle Straßenregeln halten. Ich habe wirklich ein bisschen Angst. Natürlich ist die Mission heute wieder bei dem Video, dass wir damit... Okay, wir fahren jetzt erstmal los. Okay, soweit so gut. Wir fahren einfach mal hier aus der Einfahrt raus. Die Mission ist es, Leute, dass wir keinen Kratzer in unser Auto machen, dass wir nicht unseren Führerschein abgenommen bekommen von der Polizei. Ja gut, ich kann jetzt irgendwie nicht hier so... Gut, das muss ich mit der Maus machen. Hier ab und zu links, rechts gucken. Okay, kommt niemand. Wir fahren raus. Let's go, let's go. Wir werden heute... Oh nein, oh mein Gott. Okay, die Lenkung ist aber ein bisschen verzögert. Ist ein bisschen schwierig, Leute. Okay, hier ist ein Stoppschild. Wir halten hier kurz. So. Wir werden das Ganze natürlich noch schwieriger machen. Und zwar werde ich jetzt als erstes mal zu Alice Customs fahren. Und dann werden wir diesen... Ey, beruhigt euch mal hier mit Hupen und so. Ich bin ihm hinten drauf gefahren. Es tut mir leid, Bro. Es tut mir leid, ich habe nicht gesehen. Die Motorhaube bist du lang. Okay, warte, Stoppschild, wir müssen halten. Ja, ihr habt rechts vor links, du hast Vorfahrt. Fahr, Bruder. Fahr doch. Ey, der macht mich aggressiv, ne? Ich bretter jetzt einfach rein. Oh ne, jetzt fährt er. Hier nach links. Okay, wir müssen hier an der Ampel warten. Ampel ist rot. Ampel ist rot. Wir halten uns an alle Regeln, Leute. So ein Ding ist das einfach. Ihr werdet sehen, ich bin ein guter Autofahrer. Das ist ja einfach so nice, Leute. Ey, also Real Talk, ich fühle das. Real Talk, ich fühle das. Ich hoffe, ihr findet das auch geil. Wir schauen mal, wir haben vorne, glaube ich, auch schon einen Kratzer reingehauen. Ja, ja, wir haben vorne schon, oh, Leute, okay, es ist grün für uns. Ich werde jetzt hier mal rüberfahren. Oh, nicht in die Gegenspur, es tut mir leid, Bro, es tut mir leid, alles gut. Für mich ist das ein bisschen ungewohnt, so GTA zu fahren. Okay, ganz sachte, ganz sachte. Okay, und wir haben grün. Woo, Kickdown. Ey, wisst ihr was, eigentlich muss ich hier noch ein Tacho einfügen. Ich werde jetzt hier mal gleich noch ein Tacho einbauen. Okay, Leute, ihr könnt jetzt unten rechts in der Ecke... das Tacho sehen. Okay, wir müssen uns auch an alle Geschwindigkeitsbegrenzungen halten. Okay, jetzt erstmal hier rechts fahren. Alles easy, Bro. Alles easy. Easy, okay. So, wir fahren hinterher. Wir sind jetzt gleich bei Alice Customs. Und dann werden wir den Wagen ein bisschen auftunen. Und ich würde sagen, dann fahren wir auch noch auf die Rennstrecke. Das würde mich auch mal interessieren. Wenn der Wagen aufgetunt ist, damit schön auf der Rennstrecke fahren. Okay, okay, okay. Ist ein bisschen eine wackelige Angelegenheit. Man muss hier wirklich aufpassen. Okay, und bremsen. Nicht, dass wir den wieder vorne drauf fahren. Es ist grün. Wir dürfen links hier abbiegen. Ey, wie fährst du, Junge? Das ist Verkehrsraudi. Kann man hier hupen? Nee, ich glaube, ich habe hier keine Hupe, Leute. Bist du dumm oder was? Wie im Straßenverkehr, so richtig ausrasten. Ich sage euch, Leute, auch manchmal beim Autofahren, ich werde so sauer, wenn andere Autofahrer so dumm fahren. Das macht mich erst wirklich, bei manchen, also beim Autofahren, ihr kennt's. Die Autofahrer wissen, was ich meine. Man wird da auch so schnell sauer, wenn Leute so dumm fahren und einem gefühlt fast ins Auto reinfahren. Das sind wie die Leute auf der Autobahn, die einem gefühlt in den Kofferraum reinfahren, so, weil die so dicht auffahren. So, und wir dürfen losfahren. Oh nein, 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 nein. Sorry, Bro. Sorry, ich weiß, ich bin auf der Gegenspur. Bis jetzt aber eigentlich noch ganz gut. Ich glaube, wir haben nur einen kleinen Kratzer vorne in den Kühlergrill reingemacht. Ist okay. Ist okay. Und wir fahren in Alice Customs rein. So, zack. Und rein da. Jetzt würde ich sagen, tun wir den Wagen erstmal richtig Baba-mäßig auf. Richtig Baba-mäßig. Okay, was machen wir hier? Natürlich erstmal Panzerung hauen wir rein, weil falls noch der ein oder andere Kratzer in den Wagen kommt. Bremsen, Rennbremsen brauchen wir natürlich auch. Motor, beste Motortuning, ballern wir. Oha. Oha, guck mal, der ist hier bis zum Anschlag getuned bei Beschleunigung. Oh, das wird gefährlich. Das wird ganz gefährlich. Lichter, können wir ja mal hier die Xenon-Scheinwerfer noch reinhauen. Nummernschild, machen wir einfach gelb auf schwarz. Ja, easy, Lackierung. Oh, was haben wir denn hier für Beschriftung? Können wir hier wählen? Ah, okay. Okay, okay. Oh, hier so Camouflage, auf Camouflage angelehnt. Ich würde aber ehrlich lieber so ein Rot oder irgendwie so eine Farbe nehmen. Aber wir gucken mal, Leute. Wir machen jetzt einfach mal das hier, Standardbeschriftung. Federung, tiefer legen. Ich würde den ehrlich gesagt nicht noch tiefer legen. Getriebe, Renngetriebe ballern wir rein. Ich hoffe, wir können hier irgendwie noch so cool so ein bisschen mit Carbon und so arbeiten. Reifen. Würde ich sagen, lassen wir auch hier die Standard-AMG-Reifen, oder? Lassen wir, Leute. Fenster.
Und Fenster tun wir schwarz tönen. Boah, das sieht ja böse aus. Das sieht richtig böse aus. Okay, Leute, wir sind jetzt aus dem Alice Customs raus. Und ich würde sagen, gönnt euch jetzt bitte allein erstmal diesen heftigen V8-Sound. Boah. Jetzt muss ich richtig aufpassen. Der Wagen, der geht jetzt anders gut nach vorne. Da müssen wir jetzt richtig, der tritt jetzt durch hier. Der tritt jetzt durch hier, der Wagen. So sieht der aus. Maschallah. Okay, jetzt müssen wir uns an alle Regeln halten. Ich würde sagen, die Mission ist es, dass wir zum Flughafen fahren. Okay, Leute, das Ziel ist es. Ey, geh mir auch mal aus dem Weg hier, Junge. Das Ziel ist es, dass wir zum Flughafen kommen, ohne von der Polizei rausgezogen zu werden und ohne den Wagen dabei irgendwie kaputt zu machen. Und am Flughafen auf der Rennstrecke können wir dann mal richtig Gas geben, ne? Ihr wisst Bescheid. Aber irgendwie habe ich auch keinen Bock hier die ganze Zeit. Ey, das dauert ja so ewig, wenn man sich hier an alle Straßenregeln hält, Junge. Komm, mach mal hinne. Mach mal hinne, Junge. Okay, so. Let's go jetzt. Hier aufpassen, wir fahren jetzt gleich hier an der Polizeistation vorbei. Okay, alles gut. Der Wagen ist natürlich alles Serie, ne? Hier ist nichts verändert. Alles Serie. Oh, die Ampel ist rot, aber wir ziehen noch kurz drüber. Okay, sorry. Das war doch noch kirschgrün. Man kennt ihn doch. Oh mein Gott, der zieht richtig, Leute. Ich muss einmal driften, Leute. Aber ich habe Angst, dass gleich Polizei kommt. Wir halten uns so ein bisschen an die Regeln. Nicht, dass hier gleich schon Video vorbei ist, weil ich irgendwie 5 Sterne habe oder so. Wir halten uns so ein bisschen an die Regeln, Leute. Danach, gleich drehen wir durch. Gleich mache ich hier Burnout. Dann lenkt mir einfach so ein und machen einfach Burnout dabei. Ihr wisst Bescheid. Och, jetzt hier an jeder roten Ampel stehen. Mann, ich kenne die Verkehrsregeln, ja. Leute, ihr wisst, ich kenne die Verkehrsregeln. Auch was richtig krass ist hier bei diesem Lenkrad, Leute. Also wie gesagt, nochmal kurz geht raus an Trustmaster. Kann wirklich krass hier, so richtig so eine Schaltwippen sind hier. Richtig krasse Schaltwippen sind hier, das ist übelst heftig. So richtig aus Metall so, das fühlt sich echt an wie so ein reales Lenkrad hier. Aber gut, ich würde sagen, kann jetzt mal bitte hier wieder die Ampel auf grün schalten. Das würde mich einfach mal freuen. Ihr wisst es, Leute. Ich fahre nicht normale Autofahrer so. Ich im Auto, also jetzt im Real Life immer so. Oh wow. Aus meinem Benzer, Leute. Aus meinem Benzer. Was ist für... Ey, nee, reicht mir jetzt. Ah, okay, jetzt wird's gerade grün. Ich wollte gerade sagen. Okay, wir pacen jetzt ohne... Oh, okay, ein bisschen langsamer. Wir müssen uns ja irgendwie so ein bisschen an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten, so bei 50 km/h circa. Oh, die Ampel kommt. Wird rot. Da sind wir nochmal kurz drüber gehuscht. Okay, ich fahre jetzt mal so... ein bisschen auf cool, Leute. Wir fahren jetzt mal so richtig cool und checken so Leute. Oh yeah. Oh, bremsen. Okay, schön gebremst. So. Ja, komm. Ey, Emma, diese roten Ampeln, ne? Wir sneaken uns vorbei. Sollen wir uns vorbei sneaken, Leute? Wir sneaken uns vorbei. Und Kickdown. Woo! Oh shit. Okay, komm. Langsam komme ich ein bisschen klar auf die Steuerung hier so. Okay, wir müssen aber aufpassen. Wir dürfen immer noch keinen Kratzer reinmachen. Das ist die Mission. Kein Kratzer. Ja, alright. So, hier auf die Linksabbiegerspur, kein Ding. Schön die grüne Welle hier mitnehmen. Oh, okay, sorry, Bro. Das war ein bisschen eng. Und jetzt ein bisschen Kickdown. Kickdown! Woohoo! Oh, shit! Oh, das war knapp. Fast in das Schild hier reingeplättert. Oh yeah. Ey, das bockt. Ich sag euch, Real Talk, Leute, das ist voll geil. Das ist voll geil, so zu fahren. Nice. Okay, wir dürfen wieder los. Let's go. Ey, was bremst du so ab, Alter? Wo hat denn der seinen Führerschein gemacht? Auf der Bummischule oder was? So, alles gut. Nein! Okay, wir haben Kratzer reingemacht. Scheiße. Oh, guck mal, Leute, in First Person. Oh mein Gott, ist das nice! Woohoo! Nee. Oh mein Gott, ich werde nur noch so GTA spielen. Das ist Real Talk nice! Alle aus dem Weg! Kickdown, komm, Kickdown! Okay. Ich hoffe, jetzt kommt gleich nicht Polizei, ne? Egal, wir fahren erstmal auf die Rennstrecke. Erstmal Rennstrecke testen, Jungs. Danach gucken wir mal, ob wir doch noch in eine Polizeikontrolle kommen. Und wow! Ey! Was soll denn das hier? Warum geht denn diese Schranke nicht nach? Ja, sorry, Bro. Oh. Ey, der schießt mich ab. Was ist los mit dir? Ey, wir haben Fahndungslevel und mein Auto ist voll am Arsch. Okay, wir rennen erstmal hier abhauen. Wir haben einen Stern, Leute. Was soll denn das jetzt hier werden? Wir müssen erstmal unseren Wagen gleich reparieren. Oh shit, wir haben 2 Sterne. Okay, Cops abschütteln mit 2 Sternen. Okay, let's go. Die kriegen mich nicht, Leute. Die kriegen uns nicht. Wir sind einfach Profi-Rennfahrer. Hier vor uns Polizei, kein Ding. Einmal hier. Machen wir hier einmal die Abkürzung.
Oh, ey, die haben mich gesehen. Was soll denn der Scheiß? Wir müssen untertauchen. Woo! Oh, Leute, hier, guck mal einmal driften. Driften. Oh, yeah. Woo! Das ist ja so geil. Geil, Leute, geil. Real Talk. Niemals kriegt ihr mich. Niemals. Wenn man GTA 5 zu sehr fühlt, Leute. Ich sag's euch. Okay, eigentlich müssten die Cops... Ja, jetzt, da sind sie weg. Da sind sie weg. Oh, komm, jetzt machen wir hier mal ordentlich. Jetzt fahren wir mal wieder ein bisschen... Nein! Scheiße. Warte, ich glaube, irgendeine Polizei will mich hier gerade rausziehen oder so. Sind wir gerade in der Polizeikontrolle reinkommen? Nein. Okay, okay, ist alles gut, wir halten hier. Ist okay, ist okay. Nein, Leute, Polizeikontrolle. Ich glaube, ich hätte gerade nicht auf dieser Rasenfläche rumdriften sollen. Ey, ich hoffe, die nehmen mir jetzt nicht meinen Führerschein ab. Wenn die mir Führerschein abnehmen wollen, ich zieh durch. Ich sag euch, wie es ist, ich zieh durch. Ja, hallo? Ja, was wollen Sie? Alles gut. Ich habe nichts gemacht. Your vehicle is heavily... Ah! Die haben nur gesehen, dass mein Fahrzeug so... ja, okay, alles gut. Oh, nochmal Glück gehabt, Leute. Der hat nur gesagt, mein Fahrzeug ist so beschädigt. Ja, ist okay. Ach, und der hat gesehen, dass ich irgendwo dagegen gefahren bin. Okay, okay. Alles gut, Bro. Was die Strafe... Ja, okay. Oha! Ich habe aber 2 Punkte bekommen. 2 Punkte. Ab 7 ist Führerschein weg. Und ja, 430 Euro Strafe. Okay. Gut. Wir sind noch mal mit dem Schrecken davon gekommen. Aber 2 Punkte. Okay, Stoppschild. Hinter uns die Polizei. Jetzt müssen wir uns richtig dran halten. Jetzt müssen wir uns mal richtig Mühe geben hier. Hinter uns einfach Polizei. Digga, hier ist ein Stoppschild. Beruhigt euch doch mal. Was ist denn mit euch? Nicht mal die Polizei hält hier richtig an die Straßenregeln. Egal. Wir fahren jetzt erstmal kurz zu Alice Customs reparieren. Weil das müssen wir ja machen. Und dann fahren wir aber mal auf die Rennstrecke. Dann schauen wir mal, wie schnell wir damit fahren können. So, schön rein hier in die Garage. Alter, ich sag euch, Leute, da, ich fühle das. Also, rastet mal wirklich bitte mit den Likes aus. Mindestens jetzt hier 20.000 Likes. Und wir können ja nächstes Mal hier so eine Führerscheinprüfung machen damit. Das wäre auch geil, Leute. Das wäre richtig nice. Okay, Wagen ist wieder repariert. Raus da. Jetzt geht's erstmal ab auf die Rennstrecke. Jetzt dürfen wir den Wagen aber mal Real Talk nicht mehr beschädigen. Okay, sehr gut, sehr gut. Das läuft, das läuft. Wir fahren. Wir halten uns mäßig an die Regeln. Ein bisschen zu schnell sind wir, aber eigentlich, ja, ist jetzt nicht so wild, ne? Ist jetzt ja nicht so wild. Wir kürzen hier einmal kurz ab. Ich glaube, Polizei ist jetzt gerade eh nicht mehr hier bei uns in der Nähe. Und jetzt rein in den Flughafen. Boah, das macht echt so Bock, Leute. Das macht Real Talk so Bock. Okay, hier läuft Polizei rum. Ich muss hier aber einmal abkürzen. Okay. Ein paar Kratzer hat der Wagen abbekommen. Oh mein Gott, guck mal hier, richtig Feinarbeit. Feinarbeit hier durchdrücken. Und jetzt Kickdown. Woo! Jetzt schauen wir mal, wie schnell wir damit fahren können, Leute. Oh mein Gott, ich bin einfach Rennfahrer geworden. Schön in den Kurven abbremsen, Leute, und weiter. Ey, warum ist das so geil? Warum ist das so geil, Leute? Und wieder, wenn wir in die Kurve gehen, wieder auf Rennfahrer angelehnt. Abbremsen, abbremsen. So, sehr gut. So, und wieder raus aus der Kurve. Wieder raus aus der Kurve. Ich würde sagen, wir schauen mal, ob wir das Ganze noch ein bisschen extremer machen können. Und zwar werde ich jetzt mal diesem Fahrzeug, Leute, wir werden dem jetzt mal 1000 PS geben. Wir werden noch ein bisschen auftunen. Wir werden diesem Ding jetzt mal noch 1000 PS geben. So, Leute, und zwar hier in diesem Mod-Menü können wir dem Ding jetzt einfach mal die aktuelle PS-Anzahl machen wir einfach mal 4 oder so. Die Beschleunigung auch nochmal mal 4. Das macht schon richtig viel aus. Okay, jetzt wird's echt krank mit dem Ding. Jetzt schaut jetzt mal unten rechts auf den Tacho, auf die Beschleunigung. Und 3, 2, 1 und... Okay, Reifen durchdrehen lassen und let's go! Okay, okay, Reifen drehen durch. Oh mein Gott, guck mal, wie das Tacho abflitzt. Oh, Gottes Willen. Wir sind bei 260. Guck mal, wie wir driften. Oh mein Gott. Bruder. Unser hat's komplett zerhauen. Einmal so ein heftigen Drift müssen wir eigentlich machen. Auf JP Performance angelehnt. Ey, das ist einfach Baba-mäßig. Das ist einfach nur Baba-mäßig. Und Drift, Leute. Oh, ich muss aber ehrlich sagen, der Wagen hält sich gut in der Kurve. Oh nein, wir haben uns überschlagen. Oha, nein, Leute. Wir haben jetzt 5 Sterne bekommen, weil wir hier auf dem Flugplatz rumgedriftet sind. Okay, letzte Challenge für das Video. Wir versuchen mit dem Wagen mit 1000 PS, der auch schon ein bisschen beschädigt ist, hat auch leider keine schusssicheren Reifen, abzuhauen bei 5 Sternen, Leute. Bei 5 Sternen versuchen wir hier abzuhauen. Das wird echt schwierig, weil vor allem auf Dauer wird der Wagen auch so beschossen, Leute. Ey, wo soll ich hier hin? Wo sollen wir hin?
Ihr kriegt mich nicht. Ihr kriegt mich. Ihr kriegt mich nicht. Wir müssen jetzt durchziehen. Okay, da kommen schon die Sondereinsatzkommando. Okay, und wir ziehen durch. Wir ziehen durch. Wo ist hier der Ausgang? Wo ist hier der Ausgang, Leute? Und hier raus, raus, raus. Tür auf, Tür auf, mach Tür auf. Tür auf. Oh nein, die haben mir den Weg. Ey. Und weg hier, und weg hier, und weg hier. Gottes Willen, mein Wagen ist so am Arsch, Leute. Der Wagen ist jetzt schon so beschädigt. Komm, zieh durch. Wir müssen jetzt durch. Wir müssen durch hier. Jetzt durchziehen. Boah, Leute, ich fühle das Real Talk gerade anders. Oh nein, die machen eine Straßensperre. Aber kein Ding für den King. Und abbremsen, abbremsen, abbremsen. Nein, oh mein Gott, mein Wagen ist so beschädigt. Der ein Reifen blockiert, das eine Rad blockiert. Wir können nichts mehr machen. Wir können schon kaum noch lenken. Ihr kriegt mich nicht. Ihr kriegt mich nicht. Oh mein Gott, nice. Nice, der Jump über den Truck. Ah, der Wagen lenkt kaum noch. Das ist unser Problem. Der Wagen blockiert auch. Wir können nur noch 100 km/h fahren. Oh Gott, Leute, ich glaube, es ist vorbei. Ich glaube, es ist vorbei. Oh Gottes Willen, der Wagen ist Schrott. Leute, das soll es von dem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand es unnormal nice, mit dem Lenkrad zu zocken. Also Real Talk, Leute. Lasst mal bitte ein Like und ein Abo da. Wenn wir sowas öfter machen sollen, vielleicht mit anderen Fahrzeugen oder die Führerscheinprüfung oder sowas, Mann. Aber es hat wirklich mir anders Bock gemacht auch. Dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein, Leute. Euer Crimex.